Why so serious? Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Mein Führer, das kann und darf nicht sein. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Fegelein, allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Die Logik der Frau. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Gestatt Feiglinge! Verreiter Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Himmler! Und da ein ausgerechnet Himmler! Ah, Monke. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Wir machen uns jetzt alle ganz fein. Und dann dürfte eurem Onkel Hitler guten Tag sagen. Ja. Ja. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Da wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Uns kann hier nichts passieren, oder? Getreueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Und jetzt das. Verrat an meiner Person! An meiner Person! Wie Stalin! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Sie sollen! Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Was soll denn aus uns werden? Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders.